Fledermaus des Grauhorns und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Bloody Platy. Ich bin DSD Steve und? Ah ja, Let's Play Retro World. Wollen wir uns mal dieses X-Bot hier fangen? Ich glaube, zu X-Bot muss man nicht so viel sagen, eindeutig teamtauglich. Ja. Ich erinnere mich auch daran, das allererste Mal, als ich mir das X-Bot damals in der Silbernen geholt habe, hat sich es auch ungefähr auf Level 35 entwickelt. Das ist ziemlich spät, muss ich zugeben, aber ich wusste damals nicht so wirklich, wie das mit der Freundschaft funktioniert und mein Zubat ist mir dann ziemlich oft gestorben. So. Die Umwandlung seiner Beine in Schwingen wirkte sich positiv aufs Fliegen aus. Das Laufen litt eher. Komischer Pokédex-Eintrag, aber... Ja. Aber es sieht so böse auch aus, X-Bud. Das haben ja auch gerne so Geisttrainer, haben ja X-Bud. Ja, wenn es so böse aussieht. Das Gesicht ist schon dort recht hart. Naja, es geht so. Aber du hast recht, das ist eins der Nacht-Pokémon. Ich glaube, das hast du offscreen gesagt, aber... Ja, ich habe es offscreen gesagt, wo ich das Pokémon gesucht habe. Ist das nicht eins der Nacht-Pokémon? Interessanterweise ist das andere auch so eine Art Fledermaus. Das ist Skurgro. Ah, okay. Aber ich muss sagen, X-Bud ist halt deswegen auch so stark, weil es so schnell ist. Also auf X-Bud lohnt sich vor allem das wie Toxin, aber auch Konfusstrahlen natürlich sehr stark. Ja, Konfusstrahl ist auch so eine Attacke, die ich in-game eigentlich nie rausmache bei dem. Also. So beginnt eigentlich jeder Kampf. Konfusstrahl und Toxin auf den Gegner? Ja. Dann mal schauen. Dann kann man ihn noch Fliegen beibringen, was ganz cool ist, weil dann wirkt das Toxin und die Verwirrung. Ja, und einen Flieger braucht man ja sowieso, gerade in-game. Genau, also es ist eigentlich immer so, und dann hat man halt noch eine vierte Attacke, da muss man halt gucken, was man haben möchte. Was der Böse noch ist, dann Doppelteam dazu. Das lernt er, glaube ich, nicht von selbst, das muss man ihm beibringen. Muss man ihm beibringen, ja. Okay. Doppelteam passt halt da super rein, weil du ja auf jeden Fall als erstes dran bist und ein Doppelteam erstmal einsetzen kannst. Ja. Und nee, ich meine, dann hast du eine echt böse Kombination, also ich meine... Langsam nervt ihr, dass wir die ganzen Nopipis und Pumlos sehen. Nokshan und Capoeira fehlen uns im Übrigen auch noch. Ja. Also so gesehen einiges, obwohl ich gleich mal nachschauen werde, ob man Nokshan und Capoeira nicht vielleicht sogar woanders fangen kann. Und hier haben wir gerade Skorgro. Das ist, glaube ich, auch tauglich, das Pokémon. Teamtauglich. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Das sieht auch recht cool. Das sieht auch wirklich böse aus. Das sieht wirklich böse aus, ja. Ich glaube, das wurde uns auch schon empfohlen in den Kommentaren, dass man das auch nehmen kann. Wie gesagt, ich schaue mir mal an. Ah, sagen wir mal, es ist in Ordnung. Es ist nicht überragend. Ich persönlich finde es wieder ziemlich schlecht. Also, das Problem ist halt, es ist der Höchstwert von dem Skis Abwehr. Und, naja. Ich bin halt eher so ein offensiver Typ. Für mich sind Angriff, Spezialangriff und Initiative die wichtigsten Werte. Auf Verteidigung kann ich scheißen, weil mein Gegner ist sowieso tot, bevor er sich wehren kann. Aber schau dir Seedramon an. Wow, Ash hat im Anime ein Skurgro. Okay. Seit wann hat der vernünftige Pokémon? Und jetzt komplett doch im Ball. Ich weiß gar nicht, ob die Folgen überhaupt schon in Deutschland erschienen sind. Naja, okay, ja, 2009. Das ist ja vierte Generation hier, Skurgro und von daher... Aber die Kombination ist halt ganz cool. Er war doch Flugboden, oder? Ja, also es ist halt nicht ganz so leicht, wie du es denkst. Bei Pokémon kommt jetzt zum Beispiel mittlerweile nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch am Wochenende. Okay. Also was Anime in Deutschland angeht, ist halt ziemliche Ebbe. Ich glaube auch, dass also mittlerweile werden eigentlich auch so gut wie gar keine mehr angekauft. Deswegen. Und ich meine, guck mal, Pokémon, ja, das hat mehrere Generationen an Kindern geprägt. Und jetzt läuft das nicht mehr jeden Tag bei RTL 2. Und RTL 2 war ja eigentlich früher immer so der Anime-Sender. Oh Mann, ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich kam immer exakt aus der Schule, so ging... Und dann ging es als erstes Pokémon, dann kam Sailor Moon und dann Dragon Ball. Genau. Das war irgendwie so von, ich glaube, von 13.30 Uhr oder 13.40 Uhr dann bis... 15 Uhr, genau. Und dann bin ich immer raus. Das heißt, ich musste dann immer Hausaufgaben bis dorthin schon erledigt haben. Weil ich durfte dann vorher nicht raus, muss natürlich erledigt sein.
Das war eigentlich ganz cool. Bodenflug erwischt es auch nur ein Lüftchen auf der richtigen Weise, kann es ohne Flügelschlag den Erdball umkreisen. Ja, wieder Naja, überhaupt nicht übertrieben. bei uns war das damals ein bisschen anders. Also die Sache ist halt die, wir hatten halt immer 13:40 Uhr Schluss. Oder nee, 13:20 Uhr hatten wir Schluss nach der sechsten Stunde. Und ja, das fing irgendwie 13:40 Uhr oder so an. Das spricht, wenn ich jetzt zum Beispiel zu mir nach Hause gewollt hätte, dann hätte ich das meistens gar nicht geschafft, um Pokémon zu gucken. Also sind wir dann einfach zu jemandem, der näher an der Schule dran war, gegangen. Und dann haben wir zu 6 oder zu 7 Pokémon bei dem geguckt. Ah, und jetzt, schau doch bitte mal nach wegen Noctan, ne, damit wir das einfach wissen. Weil jetzt haben wir ja die beiden Nacht-Pokémon schon gefangen. Was soll ich da jetzt nachschauen? Das taucht ja zu 5% auf, genauso wie Capoeira. Und ist woanders nicht zu fangen. Ach ja, stimmt, genau, da wollte ich ja mal nachschauen, wo es recht. Ansonsten suchen wir die beiden einfach jetzt mal aufs Screen hier, wenn es halt nichts bringt. Nicht. 311, aber auch nur zu 5%. In der Siegesstraße gibt es das ebenfalls. Also Capoeira natürlich genauso und in Karlberg auch. Also man kann das hier eigentlich ziemlich oft fangen. Es taucht dann überall nur zu 5% auf. Von daher ist es deine Entscheidung, wenn du keinen Bock hast, dann können wir auch einfach hier im Wachhaus surfen. Oder wir gehen halt schon auf die nächste Route. Oder im Berg weiter, je nachdem. Na, wir gehen auf die nächste Route, also wir werden ja die Reihenfolge machen. Ja, wir können es ja wirklich noch woanders einfach nochmal fangen. Wie gesagt, es ist halt überall gleich selten und wahrscheinlich müssen wir es am Ende eh irgendwie offscreen fangen. Also, offscreen suchen meine ich jetzt. Oh cool, hier liegt ein Item. Ein Funkelstein. Mit dem können wir irgendwas entwickeln, ne? Ja. Schade. Dachte, Und jetzt kommt Noctan. ich wäre auf jeden Fall dafür, nachdem wir hier mit der Höhle fertig sind, mal die Pension aufzusuchen und Metang und Ditto abzugeben. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Wobei, Scheiße, Metang hat ja gar kein Geschlecht. Oh, geht das ja gar nicht, unser Plan. Ah, Scheiße. Wir müssen das Tarnö wirklich fangen. Oh mein Gott. Oh. Naja, ich würde vorschlagen, dass die Fangrate von 3 hat, behandeln wir es einfach wie ein legendäres Pokémon. Boah, so haben wir so Morlorte. Ich bin der Meinung, das werden wir also ganz am Ende, bevor wir mit den no Legenden anfangen, werden wir das Tarnell noch fangen. Oder das Metang werden wir einfach dann ja ehrlich in Ostgren trainieren müssen. Ich verstehe das nicht, wenn die Pokémon geschlechtslos sind, warum gibt es dann so viele von denen? Nein. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Kein Geschlecht zu haben, scheint vielleicht doch kein Problem zu sein. Okay. Oder? Also ich habe zumindest so gelernt, dass man so zur Geht, Fortpflanzung geht, gesch. geht, geht. Dies, es geht. Man kann auch mit, also folgende Pokémon können nur mit Ditto gepaart werden. Da stehen auch Magnezido, Magneton, Voltorb, Sternlu, die haben ja auch allesamt kein Geschlecht. Okay. Wasserboden. Es ist sehr unbekümmert. Ach, unbekümmert und stört sich nicht daran, wenn es während des Schwimmens an etwas stößt. Ja, nur sehen wir, Leute, warum ich das schlecht lese. Wir nehmen das immer spät nachts auf und kann ich Naja, auch Steve, mal das ist jetzt nicht. eine schlechte Ausrede. Wir haben noch manche paar 15 Uhr aufgenommen und da war es auch nicht besser. Also Leute, Steve leidet unter so einer Art Schlafkrankheit. Der ist immer müde und kann sich nicht richtig konzentrieren. Machen wir mal einen Hypertrank und einen Aufwecker drauf. Okay, aber also das finde ich jetzt ehrlich gesagt gerade interessant, dass man die geschlechtslosen Pokémon mit Ditto sozusagen paaren kann, aber nicht miteinander und man kann auch keine legendären Pokémon mit Ditto paaren. Außer Das ist ja extra so. Gyarados fehlt noch, oder? ja, wahrscheinlich schon. Gyarados lohnt sich für Stärke e.V. Was halt total bescheuert ist, weil man kann kein Donnerblitz-Pokémon ihn sinnvoll bekämpfen quasi. Togekiss suchen wir ebenfalls hier im Wasser. Also laut PDF zumindest sollte es hier auftauchen. Was kann man hier so angeln? Nur Pokémon, die wir schon haben. Belsa, Gastrodon, Morlord, Seemon, Garados, Agonir, Welsa.
Und naja, so Garados ist halt genauso häufig beim Surfen wie beim Angeln. Okay. Ja, Morlord, du hast keine 100%. Nee, aber 60. Danke für diese Antwort. Naja, 6 von 10 Pokémon werden bestimmt Morlord sein, also. Jetzt haben wir schon mal 4 von 10 Morlord. Das ist ja das Schlimme, das funktioniert nicht immer so. Theoretisch können dann noch einfach mal 10 oder noch Morlord sein. Ich weiß natürlich, was hier schon da ausgerechnet wird. Ja, das ist echt ein bisschen blöd. Ja, danke, Morlord, hallo. Wenn das immer so funktionieren würde, dass man sozusagen immer diese statistische Narrenfreiheit hätte. Aber Morlord sieht vor allen Dingen auch so aus, wie von einem Kleinkind gezeichnet. Morlord sieht wirklich ein bisschen behindert aus, ja, das stimmt. Also ich meine, ganz ehrlich, es hätte auch nur in der Grundschule gezeichnet haben können. Aber das, ich überlege gerade. Und hier haben wir endlich ein Garados, ein sehr, Ich sehr glaube, das groß. ist sogar auf einige Pokémon-Karten in dem Sammelkartenspiel zu. Da haben wir damals auch gemeint, das sieht so aus, als wäre es von einem Grundschüler gemalt. Garados. Ja, das ist schon cool. Naja, wobei ich Garados mittlerweile nicht mehr spiele. Das Pokémon habe ich einfach nur in so vielen Pokémon-Spielen schon im Team. Ja. Irgendwann wird es halt einfach langweilig. Aber weil es einfach cool ist. Und weil die Idioten es einfach nicht zu Wasserdrache gemacht haben. Ja. Ich meine, es ist schon lame, dass auch erst in der 5. Generation Feuerdrache als Kombination kam. Feuerdrache ist überhaupt das offensichtlichste schlechthin. Bei welchem? Achso, bei der Legende, oder? Ich glaube, ja, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich glaube, es ist eine Legende. So, und Drachenland ist halt auch. Es ist Hydro-Pump bekannt, was ich gerade, das ist halt totaler Schwachsinn, aber es ist halt speziell. Ja, aber es lernt die Hydro-Pumpe halt von Natur aus. Also, weil die Leute das im einprogrammiert haben. Ah ja, Reshiram ist das Drachenfeuer-Pokémon. Obwohl es überhaupt nicht wie Feuer aussieht. Und das ist auch so, was, ne? Kommt noch Hyperstrahl dazu, also dümmer geht's eigentlich nicht. Die Attacken, die gar, Naja, die es erlernt sind. Hyperstrahl war ja damals noch physisch. Ja, aber jetzt quasi ist es halt bescheuert. Jetzt braucht er Gigastoß. Ich frage mich eher, warum die Hyperstrahl zu speziell gemacht haben, um dann einen neuen Hyperstrahl einzuführen, der Weil physisch. Hyperstrahl, ein Strahl ist doch nicht physisch. Ein Strahl ist schon was Spezielles, würde ich meinen. Das passt schon viel besser. Und deswegen haben sie halt den Gigastoß gemacht, weil sie einen physischen 150er Damage haben wollten als normale Attacke. Na gut. Wütet ein Garados, wird es alles niederbrennen. Dies geschieht selbst während eines Sturms. Da haben wir auch Garados also gefangen. Ja, jetzt wird nur noch Vogelkiss. Ich würde denken, wenn wir das nicht fix sehen, dann schauen Und wir da ist es. offscreen. Ja. So muss es laufen. Hä? Ich glaube, das ist so ein irgendein Part werde ich auf jeden Fall, Jochelete, so muss das laufen nennen. Das könnte einer gewesen sein, den wir erst vor ein paar Tagen aufgenommen haben, als wir wirklich alle Pokémon direkt aneinander gefangen haben. Und wirklich innerhalb von 25 Minuten alle 15 Pokémon des Parks oder Ja, so. stimmt. Ich glaube, den werde ich echt. Da hast du, glaube ich, auch ziemlich oft gesagt. Also von daher passt es sogar. Das ist so ein Spruch, der dieses Let's Play geprägt. Naja, zumindest was das Fangen von Pokémon angeht. Ja. Okay, wir haben wieder einen der Top 4 geschafft und nur eins der Pokémon hat überlebt. So muss das laufen. Die Top 4, das waren Kämpfe, oder? Das waren schon die epischsten Pokémon-Kämpfe, die ich jemals in meinem Leben bestritten habe. Also, ja, Final Champ, das war mal richtig Champ, ne? Das war wirklich ein richtiger Champ. Dieses dumme Gordon, was immer Volltreffer mit Steinkante gemacht hat. Und uns dann später ins Marek nochmal getreut hat. Ja. MNS, die unnötigen Streit vermeiden und sich gegenseitig respektieren, ist es wohlgesonnen. Alle anderen von Chips. Ja, klingt irgendwie ein bisschen so. War hier noch was, was wir noch nicht haben?
Nee, also Mokshan und Capoeira halt, aber ich denke mal, wenn die jetzt auf dem Weg nach draußen nicht auftauchen, Ja. kann das einfach sein. Ich hole mal die wann anders. Und können auf die nächste Route gehen. Ich dachte, jetzt kommt mal Kikli. Nocturne meine ich. Ja, noch ein zweites Kiki wäre ja die Ironie schlechthin gewesen. Ja. Aber na gut, wir haben ja in dem anderen Teil der Höhle offscreen ja auch ewig lang gesucht und zwischendurch noch ein Mewtwo gefunden, also von daher. Ja. Ah, oh, hier können wir jetzt gar nicht die Route komplett erkunden, weil wir gerade kein Dings dabei haben. Kein Kaskade. Ah, das ist natürlich ein bisschen schade, Oh, und aber. Oh, diesen schön. Trainer hier haben wir nicht gemerkt. Perfekt. Oh, der Echo-Mann. Okay, Level 70. Den sollen wir tatsächlich erst recht spät machen. Na gut, okay, Kraxak ist erst nach dem siebten Ron. Ja, also den hätten wir jetzt vor der Pokémon-Liga machen können, aber das ist jetzt auch okay. Das Kriegt zum Beispiel Sherrox finde ich mal auch cool, dass 5000. auf einmal nochmal so auf solchen alten Routen. Aber Quatsch, hier mit Sherrox zu kämpfen. Und vor allem, warum hast du keinen Eisenschädel eingesetzt, sondern Kreuzschere? Ich wechsle, glaube ich, mal einfach das Pokémon. Nee, mach einfach Eisenschädel. Das reicht schon, das hier wird uns nicht umbringen. Aber wir es. Perfekt. Gut. So, und dann schauen wir uns einfach, was er noch bringt, und dann können wir ihn wechseln. Die Hornio, na, da können wir ihn drin lassen. Das ist nur Gestein, oder? Das Gesteinboden. Ja, Gesteinboden, ja. Aber Vulvagia braucht eher Training. Ja, stimmt, wohl sagen, er ist noch Level 8. Oh Mann, da hast du noch einiges zu tun, Steve. Traeger ist auch nur 80. Ich hatte nur noch zwei Durchbruch. Das ist seltsam, wann hast du den Durchbruch eingesetzt? Ja, ich habe ja gegen die Zoffen gekämpft und danach war ich gar nicht noch mal im Ach Pokémon-Center. so, du hast. Naja, stimmt. Schade, die Zoffen scheinen mir keine Erfahrungspunkte zu bringen, ja. Nee, nicht wirklich. Aber du kriegst halt pro Zoffe, die du verprügelst, 2000 Pokédollar. Und dann hast du halt 10.000 Pokédollar, dann stelle ich in mein System ein, so plus einen Tag. Dann gehe ich aus dem Gebäude raus und wieder rein und mache wieder 10.000. Okay. Und das. Ja, jetzt wir mal den Stein hier, da ist bestimmt irgendwas drunter. Ja, kann man von ausgehen. Sternstück. Das ist ein bisschen Geld wert. Ja, Kaskade brauchen wir hier also, um das fertig zu erkunden. Das habe ich jetzt, muss ich sagen, auch nicht gerechnet, dass man jetzt hier Doch, das Kaskade braucht. können wir nicht vielleicht einem Team Kaskade beibringen? Zum Beispiel diesen Senior, weißt du, wen ich Ja, meine? ich will halt gucken. Ich meine, Surfer kann der ja, glaube ich, auch erlernen. Nein, leider nicht. Okay, schade. Ja, dann Gehen wir wieder zurück, denke ich. müssen wir hier nochmal her. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach hier mit dem Pokémon, was Kaskade hat, gleich wieder. Genau. Ja, Leute, wir wollten ja eigentlich da zu dem Wasserfall nochmal hin, aber weil der Part schon fast 20 Minuten ging, haben wir uns überlegt, ach hier, wir suchen nochmal so ein eins dieser zwei Pokémon, die uns da fehlen, und beenden damit einfach den Part. Ein Pokémon mit Kaskade haben wir aber schon dabei, dass wir im nächsten Part auf jeden Fall ja, das Gebiet erkunden können. Dreifach-Kick. Also eine ganze Menge abgezogen. Ja, mit Energiefokus ist es ganz cool, die Fähigkeit. Dann hätte uns das doppelt so viel abgezogen. Und so muss das laufen. Klasse, Cabrera wurde gefangen. Schauen wir uns das mal direkt an. Es kämpft, während es sich um einen Kreisel dreht. Die Zentrifugalkraft erhöht die Kampfkraft um 10. Hey, das sind wir bei Dragon Ball hier. Oh mein Gott, seine Kampfkraft ist um 10 Punkte gestiegen!
Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Kampf-Pokémon Nocturne, Capoeiras und Kikli ihr am coolsten findet und warum. Würde auf jeden Fall uns interessieren. Ich war DSD-Steve und Euer Let's Play Retro World. Ciao!